Ich bin jetzt seit 4 Jahren im Enzhafen tätig, mittlerweile in der Position von der stellvertretenden Dispo-Leiterin und Betriebsleitung. Mein Aufgabengebiet ist die Zugsabfertigung, die Lkw-Abfertigung und die Schiffsentladung. Ich selbst habe die HBLA in Steyr absolviert, habe Matura gemacht und habe mich danach hier beworben und habe bereits Erfahrung im Logistikbereich mitgebracht. Der Schichtbetrieb beginnt um 5 Uhr bis um 13 Uhr, von 13 Uhr bis 21 Uhr und von 21 Uhr bis um 5 Uhr früh. Es ist sehr abwechslungsreich, da wir bei jeder Tages- und Nachtzeit fit und munter sein müssen und auch bei jeder Witterung uns am Terminal bewegen. Im Normalfall werden Kontrollarbeiten von Schichtleitern abgefertigt, wenn der Schichtleiter gerade beschäftigt ist, weil er selber im Umschlagbetrieb mithilft. Dann wird es von den Disponenten selbst erledigt. Das heißt, wir bewegen uns mit dem Terminalfahrzeug am Terminal und kontrollieren Züge, Daten zu übertragen ans Depotpersonal, damit die Container vom Zug gehoben werden können bzw. aufgesetzt werden können. Am meisten fasziniert mich in meinem Beruf, dass es ein sehr umfangreicher und ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist. Es wird nie langweilig. Es geschieht eigentlich jeden Tag ein bisschen was anderes. Es wird nie langweilig. Wichtig für diesen Beruf sind der Umgang mit Zahlen, der genaue Umgang mit Zahlen, Flexibilität, die Freude an der Arbeit.